Frühling ist bereits angekommen und die Bäume und Pflanzen blühen und gedeihen nach einem kalten und langen Winter. Der Frühling ist im Chinesischen und im Element Holz einzuordnen. Und genau in diesem Element möchte ich dir ein paar Informationen näher bringen. Also bleib dabei bei dieser Episode von Raw to 70. Ohne die Kälte und Trostlosigkeit des Winters gäbe es die Pracht des Frühlings nicht. Ratpassen, willkommen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Raw to 70. In der heutigen Episode möchte ich dir ein paar mehr Informationen zum Element Holz in der chinesischen Tradition bzw. in der chinesischen Heilkunde zum Teil auch etwas näher bringen. Also das Element Holz ist das erste Element bzw. das anfangende Element von fünf verschiedenen Elementen. Darunter zählen zum Beispiel Wasser, Feuer, Metall und Erde. Ganz allgemein kann man die Wechselwirkung von Holz so verstehen, dass Holz das Feuer nährt und von Wasser genährt wird. Holz zerstört die Erde, weil es natürlich die Nährstoffe für den Wachstum benötigt und wird von Metall zerstört, symbolisch auch mit der Axt. Ganz allgemein kann man auch den Frühling, wie bereits erwähnt, zu dem Element Holz unterordnen, aber natürlich auch die Farbe grün bzw. bläulich-grün. Man kann auch den Wind, im Chinesischen wird er auch Feng genannt, wird auch unter dem Element Holz untergeordnet. Und die Tageszeit zum Beispiel von Holz ist der Sonnenuntergang bzw. der Morgen, also der Beginn des Tages. Das Element Holz wird mit vielen verschiedenen Assoziationen verbunden. Es steht unter anderem für Wachstum. Wie bereits erwähnt, steht der Frühling im Element Holz. Das heißt, dass nach einem langen und harten Winter zum Beispiel die Bäume und Pflanzen wieder neu anfangen zu blühen, zu wachsen und zu gedeihen. Daher steht auch das Element Holz auf die Neugeburt bzw. für das Kinder- und Jugendalter, also eine Art Entwicklungsstadium, wo man heranwächst, wo die Kräfte nach oben und nach außen gehen. Und bei den Pflanzen kann man sich das halt so vorstellen wie kleine Sprießlinge, oder wenn man zum Beispiel Sprossen zieht, dass sich hier die kleinen Keimlinge vom Samen mit Hilfe von Wasser und Wärme kleine Sprießlinge entwickeln, die natürlich die grüne Farbe aufweisen. Das sind halt junge Triebe, die aus der Erde herauskommen und in die, empor in die Höhe steigen möchten. Das heißt, dass die Energie, wie bereits erwähnt, von nach oben und nach außen strömt und hier ein schnelles Wachstum gewährleistet werden kann. Neben dem Wachstum wird auch die Flexibilität und natürlich auch die Anpassungsfähigkeit mit Holz assoziiert, denn echtes Wachstum kann nur bestimmen, wenn man ein solides Fundament hat, das heißt ein gutes Wurzelwerk bzw. ein Baum stark in die Erde verankert ist, damit er zum Beispiel von einem Wind oder einem Sturm nicht umgeweht werden kann. Das kann man sich halt so zum Beispiel mit einem Haus vorstellen. Da baue ich auch zuerst einen Keller bzw. das Fundament, wo ich dann die weiteren Stöcke drauf aufbaue. Das sollte natürlich auch solide sein, damit es nicht einstürzt. Oder ganz klassisch im Wald die Lärche, die ganz hoch empor aufsteigt und wächst und natürlich hier für den Wald eine gewisse Luftschutz dient für andere kleinere Bäume, damit die nicht umstürzen. Aber dafür braucht halt natürlich die Lärche solides Wurzelwerk, damit sie sich selbst im Boden verankern kann. Und ein anderes Beispiel, Bambus, welches im Wind sich natürlich auch flexibel bewegt und weht. Unter Flexibilität wird natürlich auch das beim Menschen verstanden, dass dieser auf verschiedene Situationen verschieden reagiert, Gewohnheiten ablegt und je nach Situation individuell handelt. Das ist halt wie beim Kind. Ein Kind lernt auch die Welt kennen und versucht halt nicht entsprechenden Mustern oder Prinzipien,
Modelle, jedes Problem gleich zu lösen, sondern versucht halt hier dementsprechend flexibel auf die Probleme einzuwirken und so halt den Lernprozess voranzuschreiten. Natürlich steht auch das Element Holz, wie bereits eben für die Neuschaffung und Schöpferkraft bzw. für die Kreativität. Man möchte einfach in dieser Zeit Neues gestalten, Kinder malen zum Beispiel, gerne Finger malen, Finger bauen aus Klötzen etwas und wie gesagt, die Neugestalterischung, die Neuschöpfung sieht man auch natürlich auch bei den Pflanzen, wie sie dann langsam anfangen zu blühen. Zum Beispiel die Lavendel, wie sie halt hier ihre lila Blüten entwickelt aufgrund dieser Zeit. Der Mensch, dessen Holzeigenschaft im Gleichgewicht ist, hat hier viele verschiedene Fähigkeiten und Kompetenzen. Er ist einerseits schöpferisch, kann seine bildhaften Visionen umsetzen, kann daher auch seine Träume und Ziele auch so organisieren und planen, damit er sie auch erreicht. Er ist herzlich und tugendhaft und ist natürlich auf eine gute Beziehung mit seinen Mitmenschen aus, ist natürlich auch kritik- und widerstandsfähig und reagiert damit auch nicht mit entsprechender Wut oder Abneigung, wenn man sein Verhalten kritisiert, sondern hier mit einem entsprechenden Lächeln, Entschlossenheit und einer gewissen Toleranz, andere Ansichten zu akzeptieren und sich an sich selbst zu arbeiten. Das ist auch eine wesentliche Kompetenz des Holzelementes, dass man hier an sich arbeitet, geduldig ist und zwar seine äußere Welt wahrnimmt, also eine gewisse Wahrnehmung hat, aber nicht direkt auf die verschiedenen Einflüsse reagiert. Das ist halt eine Qualität bzw. eine Kompetenz im Gesamtheit des inneren Zeuges und das, wie bereits erwähnt, ist halt hier die Fokus auf die Gestaltung eines Selbst, also man arbeitet eher an sich selbst und versucht halt hier die äußeren Verbindungen wahrzunehmen, aber nicht zu bewerten, zu kritisieren oder auf andere wütend zu sein. Im Qigong wird das Element Holz folgendermaßen interpretiert: Yang im Yin. Das heißt, dass das Wirken des Himmels in diesem Zusammenhang Yang seine Antwort in der noch kalten Erde findet. Also Yin, kurz zusammengefasst, dass ich halt nur meine Energie nach oben und nach außen preisgeben kann und ein gesundes Wachstum gewährleistet werden kann, wenn ich ein solides Fundament habe, auch wenn dieses jetzt noch nach einer langen Ruheperiode noch etwas kalt und fruchtbar ist. Und ganz allgemein ist, werden die Übungen im Qigong natürlich auch unter den fünf Elementen aufgeteilt und das Element Holz bedient sich ja natürlich an der bildhaften Vorstellungskraft und dort ist es halt auch so, dass die meisten Übungen mit Holzübungen beginnen. Das heißt, dass ich hier ein gewisses Wachstum von der Erde, also dem Yin zum Kosmos, zum Yang habe und hier wirklich mit meine Imaginationsfähigkeit bzw. bildhafte Vorstellung mit verwende. Organe im Körper bzw. verschiedene Nahrungsmittel werden im Holzelement zugeordnet. Darunter zählt zum Beispiel die Leber, die zur Verteilung des Qis und des Blutes dient. Das heißt, dass die Leber dort die Energie hinschickt, wo sie gerade benötigt wird. Die Galle zählt auch zu dem Körper, während diese halt mehr als innere Kraft verwendet wird und hier für kurzfristige Entscheidungen dient. Und dann gibt es natürlich auch die verschiedenen Nahrungsmittel, die dem Holzelement zugeordnet werden. Darunter zählen halt saure Lebensmittel sowie grün- oder blaugrüne Lebensmittel. Denn es gibt hier auch zum Beispiel einen Spruch, dass sauer süß macht. Das heißt, dass die sauren Lebensmittel wieder
dem Feuerelement zugeordnet werden, weil Süß wird zum Beispiel dem Feuerelement zugeordnet, dann hat man halt wieder diesen Kreislauf geschlossen, dass halt das Holz das Feuer nährt. Zudem ist es auch so, auch energetische Nahrungsmittel werden dem Holzelement zugeordnet. Das heißt, das sind einfach Lebensmittel, die zum Beispiel für die Energieversorgung bzw. für die Entstehung von Qi verantwortlich sind, und die sauren Lebensmittel werden halt dafür verwendet, dass sie sozusagen als Kühlungsmittel der Leber dienen, weil sie ja die Energie nach innen reinverziehen und wie gesagt die Leber, die halt sehr hitzeanfällig ist, hier als Kühlungsmittel dienen. Darunter zählt zum Beispiel Dinkelgras. Kommen wir zu den zwei verschiedenen Aspekten des Holzelementes. Einerseits der Yin-Aspekt und den Yang-Aspekt. Yang-Aspekt ist ja hier für ein schnelles und dynamisches Wachstum zuständig. Man möchte sich vorwärts bewegen und einfach in seinem Leben etwas erreichen. Und wenn man halt zu viel Yang hat, also zum Beispiel zu viel Yang-Energie in einem Holzelement hat und das Yin und Yang außer Gleichgewicht geht, dann ist halt die Folge, dass man nicht mehr geduldig ist, sondern einfach ja, so schnell wie möglich seine Ziele erreichen möchte und den inneren Zeugen sozusagen verlässt und hier eventuell auch auf Kritik etwas herrscher und scharf reagiert. Man hat zum Beispiel zu schnelles oder exponentielles Wachstum und hat kein solides Fundament mehr, sodass man halt hier mehr ein Überflieger ist und dann irgendwann eine harte Landung haben möchte, weil man kein solides Wurzelwerk hat. Außerdem möchte man schnell wachsen, welches sich dann auch in Übergewicht zum Beispiel äußern kann, oder die natürliche Neugier eines Kindes kann sich dann dadurch zu einer Gier in verschiedenen Bereichen ausleben, bis hin zum Perfektionismus oder Machtgier oder entsprechenden materiellen Gier, Begierde. Beim Yin-Aspekt ist es halt dann hier, dass man hier ruhig ist, gelassen, geduldig, nachdenklich und sein Selbst reflektiert. Und wenn man halt zu viel Yin-Energie hat, dann kann man sich das so vorstellen wie bei den Pflanzen. Wenn es zu lange feucht und kalt wird, dann gedeihen die Blüten nicht, die Pflanzen kommen nicht in Fahrt, dann verschiebt sich natürlich alles Mögliche und es ist kein richtiges Wachstum gewährleistet. Da ist halt hier, dass das Qi einfach nicht richtig fließt, und da ist es halt wirklich wichtig, dass sowohl der Yin-Aspekt als auch der Yang-Aspekt im Gleichgewicht sind. Und diese Aspekte bzw. das Holzelement bzw. die vielen verschiedenen Eigenschaften oder die Harmonie kann durch folgende Blockaden außer Gleichgewicht kommen, wenn man zum Beispiel die Eltern bei ihren Kindern für einen gewissen Liebesentzug sorgen. Das heißt, dass sie auch ihr Kind für jegliche Tätigkeit, welches es verrichtet, bestrafen, es sich nicht fürsorglich um ihr Kind kümmern. Wenn man zu viel Wut oder Zorn angesammelt hat, das kann auch für eine Disharmonie im Holzelement sorgen, oder wenn man halt hier einen zu hohen Perfektionismus oder Leistungsdruck anstrebt, wenn man halt, wie gesagt, wie bereits vorhin erwähnt, zu schnell wachsen möchte, einen Überschuss an Yang-Aspekten hat und sich das einfach so vorstellen kann wie eine Tomate, die zu früh ausgesät worden ist und dadurch vergilbt, schwach wird, weil sie kein solides Wurzelwerk hat. In diesem Sinne hoffe ich, ich konnte dir ein bisschen von der chinesischen Einblick in die chinesische Kultur auch geben konnte, und ich bedanke mich dafür, dass du dieses Video angeschaut hast. Спасибо за просмотр, und beginne einen Neuanfang, starte durch,
Es ist Zeit des Holzes, Zeit des Wachstums. In diesem Sinne hoffe ich, dass du wieder einiges lernen konntest und ich dir die chinesische Kultur etwas näher bringen konnte. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Спасибо за просмотр. Und nutze die Zeit. Es ist schönes Wetter, es ist warm, es ist Zeit des Holzes. Wachse, gedeihe. Es ist Zeit für einen Neuanfang. Geh raus in die Sonne, in die Natur, genieß das schöne Wetter. Sei dein eigener Selbstversorger und bau etwas an. Wir sehen uns in der nächsten Episode von Raw to 70. Bis dahin. Ciao.